Meer im Tiroler Unterinntal wurde bereits im 8. Jahrhundert die erste Steinkirche errichtet. Vielleicht gehörte sie als Eigenkirche zu einem großen Gutshof. Vielleicht diente sie aber auch als Hospizkapelle, denn Wehr liegt an einer alten Handels-, Heer- und Pilgerstraße. Lange Zeit war die Wehrer Kirche eine Filiale der Inntaler Urpfarrei Kolsers. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie selbstständig. Die Archäologen und Bauforscher konnten anlässlich der Ausgrabung von 1991 insgesamt 6 Bauphasen der Wehrer Kirche nachweisen. Die älteste Steinkirche aus dem 8. Jahrhundert, Bauphase 1, wurde wohl nach einem Brand im 10. Jahrhundert renoviert, Phase 2. Im 12. Jahrhundert entstand über dem frühmittelalterlichen Bau eine vollständig neue romanische Kirche, Phase 3. Diese wurde im 14. Jahrhundert wieder vollständig abgetragen und durch einen neuen, fast doppelt so großen gotischen Bau ersetzt, Phase 4. Im Rahmen dieses Neubaues, der bereits in der St. Georgenbergzeit fällt, konnte auch der Patrozinionwechsel zu St. Gallus stattgefunden haben. Die letzte Bauphase 6 nahmen die Wehrer 1778 im Angriff. Dabei bauten sie ihre St. Gallus-Kirche praktisch neu auf, nur der Chorbereich sowie der Kirchturm aus der Zeit um 1500 wurde übernommen.